Was man nicht alles in Schleswig-Holstein entdecken kann. Wir sind diesmal zu Besuch in einer echten Fledermaushöhle, erleben eine fast 2000-jährige Geschichte und haben am Ende das große Ziel vor Augen, die Nordsee. Und das alles erleben wir übrigens mit der Bahn. Nachhaltiges Reisen ist ein guter und sehr wichtiger Trend, den wir natürlich auch hier bei uns in Schleswig-Holstein spüren. Und ganz vorne mit dabei ist da zum Beispiel das Bahnfahren. Deswegen mache ich mich heute mit der Nordbahn auf den Weg hier von Bad Oldesloe Richtung Nordsee. Und dabei werde ich unter anderem an einem der bekanntesten Orte unseres Bundeslands Halt machen. Kommt mal mit! Natürlich denkt man dabei zwangsläufig erstmal an die ganzen Badeorte an Nord- und Ostsee. Aber auch das Binnenland kann was. Bad Segeberg zum Beispiel ist bekannt für seine Karl-May-Festspiele. Die finden hier jeden Sommer im Freilufttheater am Kalkberg statt. Und der wiederum ist nicht nur die Heimat von Winnetou und Old Shatterhand, sondern auch von einer weiteren, besonderen Spezies. Jetzt stehe ich hier im Kalkberg, also in der Kalkberghöhle drin, wo jedes Jahr rund 30.000 Fledermäuse ihren Winterschlaf halten. Florian, wie kann ich das in den Sommermonaten zumindest erleben als Besucher? Ja, jetzt ist hier die ideale Zeit, bei uns mal Höhlenführungen mitzumachen. Täglich haben wir hier Führungen durch den Kalkberg ins größte Fledermaus-Winterquartier Nordeuropas. Immer von April bis September gibt es die Führungen. Und direkt nebenan ist das ganze Jahr über die große Fledermauswelt Noctalis geöffnet, in der ihr auch alles über die Kleintiere lernen könnt. Zurück am Bahnhof geht meine Reise weiter nach Neumünster. Mitten im Land gelegen befindet sich in der Stadt einer der großen Umsteigebahnhöfe, an dem die Züge aus allen Himmelsrichtungen eintreffen. Und Neumünster war auch einst ein wichtiges Textilzentrum im Norden, wie das Museum Tuch und Technik eindrucksvoll zeigt. Ich muss zugeben, dass ich davon selbst überhaupt gar nichts wusste. Hier geht es um die fast 2000-jährige Geschichte der Textilverarbeitung. Das heißt, man kann hier ganz alte Webstühle sehen, Maschinen, als es dann irgendwann industrieller wurde. Und an einigen Stationen kann man sogar selber Hand anlegen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Das macht total Spaß. Aber für mich geht es jetzt direkt schon weiter. Denn ich habe ja noch das große Ziel vor Augen. Büsum an der Nordsee. Innerhalb von knapp 2 Stunden fährt die Nordbahn von Neumünster durch das flache und grüne Dithmarschen bis zur Endstation. Das ist ja eben das Tolle an Schleswig-Holstein, ne? Du kannst im Prinzip den ganzen Tag lang das Binnenland erkunden, aber am Ende des Tages, wenn du Lust hast, kannst du immer wieder am Meer sein. Und was man hier noch alles erleben kann, Wattwanderung, Deichspaziergang, Wassersport. Aber das ist eine andere Geschichte und die erzähle ich euch beim nächsten Mal.